Hallo und willkommen zurück zu Destiny. Ich wollte gerade irgendwas Doofes sagen. Nee. Es ist früh morgens und ich bin verwirrt und halbwegs müde. Egal, wir ziehen das hier jetzt durch. Wir sind jetzt auf dem Mars. Ne? Waren wir hier auf der Venus fertig? Ja, waren wir. Dann gehen wir hier auf den Mars. Erste Mars-Mission. Sperrgebiet. Los geht's. Mann, bin ich müde, ey. Also, laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Und niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Tor zum Schwarzen Garten ist meilenweit weg und die Kabale stören die Orbitalkommunikation. Wenn du deinen Sparrow haben willst, müssen wir in einen der Bunker rein und das System abschalten. Ja, tue ich. Und es ist sehr schön, dass der Controller fast leer ist. Hätte ich mal Okay, vorher darauf achten ich weiß sollen. Folgendes über die Kabale. 350 Kilo, schwer bewaffnet. Jagen Planeten und Monde einfach so hoch. Nur damit du weißt, womit du es zu tun hast. Direkt hohl sterben am Anfang schon. Das wäre wieder ganz toll, ey. So, wo sind die Kabale? Wo soll ich überhaupt hin? Und sie sind drin. Ich schlage vor, wir vermeiden jegliche Konfrontation, bis wir sie besser verstehen. Leichter als ich dachte. Quatsch. Ich war schon irgendwie was in der falschen Steuerung. Mit den Orbitalrastern. Wo komme ich hin, hä? Die da. Okay. Zugangsschlüssel? Dagegen ist ja sogar das kompliziert. Oh, das war wohl eine Ausfallsicherung. Oh oh. Mein Gott, das sind zu viele, ey. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Wir hüpfen hier so blöde an, ey. Was ist denn das? Die mit dem Schilden da hinten. Na komm. So, nu.
Einfach raus hier. Komm schon die nächsten. Habe ich überhaupt ein Ziel? Überlebe. Ach komm. Ich sehe nichts. Mein Gott. Hey, mit so einem scheiß Schutz. Sind keine mehr, ne? Oh. Der Sparrow ist bereit. Gehen wir weiter zum Tor. Sparrow. Und los. Ich mag den Mars nicht. Der ist so groß. Irgendwie. Irgendwie kann ich die Wege und so nicht auseinanderhalten. Die Kabale scheinen hier Krieg gegen die Vex zu führen. Vielleicht wissen sie etwas über das Tor. Es gibt ein paar Außenposten in der Nähe des Tores. Sehen wir uns die mal an. Wenn du dich einmischen willst... Du hast das Sagen. Was ich? Nee, ich lass das mal lieber. Weiter vorne sollte ein Außenposten sein. Ich kann in ihrem System nachsehen, was es dort über das Tor geht. Okay, also fahre ich einfach stumpfsinnig über diesen scheiß Planeten. Dass ich zugreifen kann. Alles gut, alles gut. Oh Gott. Das ist ein verdammtes Raumschiff von denen, ey. Ist das ein Raumschiff oder ein Flugzeug? Ich weiß es auch nicht. Wo sind sie denn? Unten. Da, ihn muss ich umlegen. Oh, als ob das so einfach wäre, ey. Ich geh kaputt. Muss mir ganz schnell verstecken. So, jetzt geht's ja wieder. Okay, hoffentlich funktioniert der Schlüssel. Gleich beim Tor ist noch ein Kabal Außenposten. Sehen wir uns den an. So. In der Luft gibt das Ding nie Schwung, ne? Total affig. Ich will damit immer so loszischen. Dann macht es das nicht.
Ach, komm her, ey. Wo soll ich denn hinfallen? Ach, da hoch, okay. Mal sehen, was Sie über das Tor wissen. Beeindruckend. Die Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wex eingedrungen. Wie das was? Das sind ganz schön viele. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den Schwarzen Garten wollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Jo, hier erstmal aufrüsten alles. Alles, was geht. Ja. Das war's mit der ersten Mission. Das ging ja relativ fix. Die eine Folge ist jetzt schon vorbei. Schade. Okay. Ja.